Huch, hallo und willkommen zurück. Lasst mich euch etwas vorstellen. Lasst euch heute etwas vorstellen. Hä? Der Totenschädelraum erinnerte mich an Need for Speed 2. Warum laufe ich eigentlich vor? Ich kann doch eh nichts. War das deine Quest? Ja, aber die wird sowieso ausgelöst, wenn ihr darüber läuft. Also von daher. Ich muss einfach nur die 5 Posten überleben, mehr nicht. Alter, was war denn das? Du wagst es mir anzugreifen? Schaden. Mach kein Damage an den Gegnern. Den brauchst du nicht mehr angreifen, der ist übernommen worden. Das war krass, der hatte gerade mal etwas weniger als die Hälfte. Ja, ist irgendwie noch was? Bei mir ist der Fleck noch nicht. Achso, weil der wahrscheinlich, weil der noch lebt, also. Naja, stimmt, genau. Ja. Genau, man muss auch mit denen reden, so, hey, du bist jetzt sicher, lauf weg. Nee, muss man nicht, mein Geist muss einfach nur den Gegner wieder freilassen. Ach, das war das Problem, okay. Werde da wirklich alle von alleine weg. Mann, die sind ja schlau. Ich habe mein Let's Play Soma mal wieder angeschaut. Kann ich jedem empfehlen, schaut mein Soma-Let's Play. Und zwar da, wo Blind steht, nicht der Wuss-Mode. Der Blind-One ist noch cooler. Teilweise stehen wir dann da auch so 2 Jahre rum, aber... So, gegen Ende wird's erst... Aus echt, Angst? Ja, aber gegen Ende wird's echt lustig. Weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast, da gab's eine Szene mit... jetzt fangen sie schon an zu knallen hier. Die eine Stelle, wo wir bei dem TS waren und ich dir dann gut zugesprochen habe, damit du weitergehst. Da kam ich mir echt so vor, wie das eine Mal, wo ich versucht habe, meinen Bruder dazu zu bringen, eine Spinne alleine wegzumachen, weil er so eine Phobie davor hat. Ich habe eine halbe Stunde auf ihn eingeredet oder so und er hat es ja nicht geschafft. Hm. Ich dachte, konnte dich auch nicht davon überzeugen, weiterzugehen. Ich habe Krampf im Rücken. Moment. Du taugst einfach nichts als Überzeuger. ich weiß, also. Ich habe auch nie gesagt, dass ich ein guter Überzeuger bin. Du bist auch nicht, aber wir sind's. Deswegen kaufst du dir auch 50.000 Spiele. Ist das so? Also, ich muss sagen, die Spiele, die ich mir wegen dir gekauft habe, das war oftmals auch gut. Ja. Hey, Mario, kauf mal dies, kauf mal das. Ist das eigentlich auch so? Allerdings will er immer, dass ich irgendwelche Spiele spiele, die man sich auch so runterladen kann. Und deswegen habe ich da negative Erfahrungen gemacht, weil er hat ein schnelleres Internet, er lädt die Spiele runter, ich bin auch dabei, er spielt die und sagt, nee, scheiße, und nimmt das nächste. Jo. So, vielen Dank, jetzt gehe ich wieder die Dinger, jetzt gehe ich die Daddies abgeben. So. So, wie kommt man hier wieder weg? Ist das der? Du musst auch dahin gehen, reisen, klicken, F drücken und wegschießen. Ne, es gibt bei Soma eine sehr lustige Stelle, die will ich auf jeden Fall nochmal abändern hier. Wo ein gewisser Aker, der ja mutiert ist, dann einen verfolgt hat. Und den trickst man aus, indem man so einen Fahrstuhl reinklettert und der fährt dann runter. Allerdings bleibt er dann stecken. Und da muss man da runter und dann fällt man die Leiter runter und unten in einen Pseudo-Tod sozusagen. Jedenfalls ist man dann da, im neuen, vermeintlich neuen Gebiet, erkundet das so ein bisschen, merkt dann, da ist ein Gang oder eine Tür, die macht man auf und da ist ein Gang dahinter. Man schaut am Ende
Und am Ende ist dann so eine Treppe, die man nach unten von links nach rechts runter sieht. So. So weit, so gut. Da bin ich dann halt, habe mich dann so ein bisschen vorsichtig vorgewagt, weil ich kenne ja die Gegner. Und war noch so ein bisschen, ja, war eigentlich froh, dass ich den AK los bin, weil ich ihn oben eingesperrt hatte. Und auf einmal hört man so einen Lärm, irgendwie so ein Metall-Lukas irgendwie so auf den Boden gekracht oder so. Das Ding und dann kommt mir dieser schreiende AK die Treppe runter entgegen, voll auf mich zu und schlägt mich nieder. Ich hab mich Schrott gelacht über mich selbst. Oder über die Szene, weil die so geil ist. Ihr habt da draußen. Danke für eure Hilfe. So. Abenteuergeschichten. Leute, wir brauchen 10 Abenteuergeschichten, um diese Scheiße zu beenden. Mhm. Welcher Depp hat sich das ausgedacht? Ernsthaft? Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch 9 Aufnahmesessionen, dann können wir Dämonen angreifen. Hatten wir nicht schon etabliert, wer das war? War das nicht Jimmy Carlson? Ja, Jimmy ist schuld. Gut, dann mache ich jetzt Tyranny of Dragons zu Ende noch. Das ist doch nicht wahr. Ey, 9 Aufnahmesessions. Wir müssen 9 Sessions machen, Leute. Dann haben wir da Fortschritt. 9-mal das gleiche. Ja, ja. So, was sollten wir hier noch machen? Ganz ehrlich, ich möchte gerne, Perfect World anfragen, ob ich das Let's Play monetarisieren darf, damit ich wenigstens Geld verdiene dafür. Dann kann man mir wenigstens unterwerfen, dass ich das mache, um das zu strecken. Ach, das ist doch absolut kacke. Oh. Naja, ich gehe halt schon mal den Quests hier noch, diese 120 Viecher von hier irgendwas töten. Ich dachte gerade, du wolltest gerade sagen, na, ich gehe jetzt mal schlafen. Das auch. Gute Nacht. Neun Aufnahmesessions. Das ist. Das macht doch einen fertig. Kann ich das nicht beginnen? Guck mal, Tyranny of Dragons. Da muss ich die Kultgeheimnisse, da brauche ich noch 2 Stück. Und das andere brauche ich noch sehr, sehr viel mehr. Rezeptor Terraklast. Was ist das für ein Arsch? Andere Harfner brauchen. Ich hoffe, eure Taten werden das Anwachsen des Kultes. Der hat die Stimme verändert. Boah, die Frau da, oder? Hm? Was ist der Präzeptor hier? Hallo Abenteurer, weiter? Der Handschuhorden bitte. Hügelkrab, nee, danke. Das erinnert mich an Skyrim und ich möchte in diesem Spiel nichts mit Skyrim zu tun haben. Und Rowdy, das klingt doch nicht weihnachtlich. So. Da 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 da. So, Allianzvorräte. Ja gut, diese Dinger, die kriegt man offenbar recht. Na gut, 5 oder 10 habe ich. Nein, 10 habe ich nicht gekriegt. Glaube ich nicht.
Ja, Allianzvorräte sind aber auch nur so eine Art Währung hier. Das hat ja nichts mit der Quest zu tun. Hey, ich habe tatsächlich schon 102 Gegner hier besiegt. Was macht ihr jetzt? Fällt der. Hat sie erledigt. Dann mache ich mich nämlich jetzt auf den Weg zu euch. Glaube ich. Fels der Rückforderung. Wo sind das? So cool, das Söldner. Er doch nach. Ach ja, ich weiß wohl, das ist okay. Moment. Ich habe mich gerade erinnert, dass ich in, dass ich das Gebiet ja mal gesehen habe. So vor 5 Jahren habe ich das mal gesehen. Ich bin schon fast wieder drauf und dran zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war die Session. Die Dailies machen einen Mürbe. Also ich würde dann die Dailies wirklich nicht mehr machen, irgendwie. Mich interessiert ja bloß noch, was denn tatsächlich am Ende passiert. Ob man dann irgendwie bei diesem Big Boss da noch irgendwas reißen kann oder so. Okay, das ist ein Grund, da noch weiterzumachen, ja. Also ich soll Söldner, Werfer und Erdatroch nach der Schweizer Erde töten. Gegner ja. Beim Fels zur Rückforderung besiegen. Eine heldenhafte Begegnung beim Fels der Rückforderung abschließen und Waffe des Kult stehlen. Ja. Waffen habe ich jetzt gemacht, das soll ich noch, ich glaube noch 12 oder so von den Viechern killen. Und optional habe ich 127 von 200. 109. Guck mal, ich mache hier wesentlich mehr Schaden. Kann er mal aufhören zu trinken? Der trinkt und trinkt und trinkt Heiltränke. Oh, Mass. Also das ist noch ein Grund zu sagen, ja gut, wir machen die Dailies noch bis zum Endboss, aber ich hab da keine große Langzeitmotivation an sowas. Ne, ich auch nicht, vor allem weil es dermaßen lange dauert, ganz besonders die Drachenquest. Bedarf habe ich dran. Ich hab sie auch bekommen. Weißt du, was das ist? Nö. Ich konnte gerade fast nachgucken, aber es hat sich ausgeblendet. Der Arm ist besser als drauf. Nur was immer das stimmt, war. Ja. Das sah blau aus und das erinnert mich an Rohr. Das ist halt ja jemand. Zum Glück, was keinen Platz wegnimmt, also es stört ja nicht. Ja. Das, was du da gerade gewonnen hast, ist übrigens Baummaterial. Ja, noch 3 Viecher. Achso, oh gut, das, was ich eh nicht nutzen werde. Junge, was sind das denn für Monster? Das sind Monster. Ist das ja so ein Event oder so ein... Ja, wir sind gerade mitten in einem Event. Wir sollen irgendwie 6 Viecher umbringen davon. Einen haben wir. Da ist gleich der nächste. 2. Monster sind glücklicher. Endlich habe ich einen Job gefunden, der zu mir passt. Hey. Ich bin Spieletester bei Neverwinter. Das stelle ich mir aber auch trist vor. Ich find's toll, dass ihr die ganzen Sachen hier einfach liegen gelassen habt für mich. Bitteschön, gern geschehen. Helfner Begegnung abschließen. Achso, Waffe des Kult stehlen. Wow, hier sind ja Gegner. Ah, ich soll ja auch Gegner umbringen. Ah ne, das sind keine Gegner. Hä? Super, danke Geist. Kannst du nicht wenigstens den Schwarzmantelmagier kaputt machen? Der ist wesentlich schlimmer als der Werfer. Wo ist Notfin? Da. Notfin? Wer ist der auf Deutsch? Notfin. Notfin. Echt? Ja. Okay. Ist das etwa der?
Hallo? Super. Guten Tag. Der Zauber ist gar nicht durchgegangen. Der Zauber ist. Nee, Begegnung abgeschlossen. Das hat auch wusch gemacht, oder? Ich hab's ja mit aufgenommen, das hat wusch gemacht. Das Spiel hat mich gerade verarscht. Wollen noch fünf. Dann lass mal wieder zurückgehen, weil auf dem Weg dahin sollten wir wohl fünf Leute finden. Eine Erfrischung. Oh, hier sind noch Marschbefehle. Was ist das denn? Marschbefehle? Ja. Ah, 15 Stück. Ich hab 2. Vorwärts, Marsch, links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4. Ich habe Ihren Freund, Cybran. Bald wird er all Ihre Pläne verraten. Oh, das war schön. Ich hoffe, bei der Ehrenquest gibt's auch sowas. Wir haben sehr unterschiedliche Definitionen von schön. Ja, aber das ist ein sehr schöner Humor gewesen an der Stelle. Gibt es heute nicht mehr. Heute wird nur Massenfabrikationswurst gemacht. Ja, die Gegner sind erfüllt. Ich geh mal. Ja, früher war alles besser, ne? Da wollte ich gar nicht dran. Muss ich hier raus. Ziel erfüllt, hey. Ja, es gibt einige Spiele, die trotzdem noch Solo-Kampagnen haben und die auch ganz gut sind, zum Beispiel. Hellblade war gut. Mein Sway Force ist nicht überragend, aber es ist gut. Hm, aber Hellblade ist besser. Dazu kann ich nichts sagen. No, es ist ein reines Singleplayer-Spiel für einige Stunden oder so, aber der hat richtig schöne, ja, tiefe Geschichte eigentlich. Fand ich zumindest sehr gut. Ihr habt euch im unbewegliches Schild. Wie viel sollen wir jetzt töten? 5 Milliarden Stück. Das wollte ich noch mitnehmen, bevor ich jetzt irgendwas anderes noch mache. Wie soll ich irgendwas machen? Das Spiel will, dass hier irgendwas gemacht wird. Einfach mal machen. Mhm. Mein Maserati hat 310. Ups, die Polizei hat das nicht gesehen. Lass mal Spaß. La 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 la. Wahnsinn. Das Warum ist Wahnsinn. Hölle, 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 Hölle. Es funktioniert. Eiskalt. Bringst du mal ein Bier hier zu mir? Sehr verehrte Zuschauer, das Let's Play wird an dieser Stelle etwas bedenklich für uns. Das ist nicht gut für Geist und Seele. Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt soll ich die Deployment Orders holen, 15 Stück. Warum hast du schon abgegeben gehabt zwischendurch mal? Ja, die Gegenstände sammeln habe ich abgegeben, ja. Ah, kein Wunder.